Susanne Müller-Zandorp, heute schauen wir auf das Thema Authentizität und Reputation. Eine spannende Kombination und wir haben natürlich auch einen sehr spannenden Protagonisten diesmal und das ist Prinz Harry, anlässlich der Vorstellung seines Buches und weiterer Deals. Die Bild-Zeitung hat ihm eine ganze Seite gewidmet. Und die Frage stellt sich ihm auch, als was er in die Geschichte eingehen wird. Seine Frau verkörpert Glamour und Inklusion. Er macht teure Deals mit Netflix und der Coaching-Firma BetterUp. Er geht zu Oprah zum Interview oder zu Anderson Cooper von CNN. Und die Frage, die sich Peggy Noonan, eine bekannte Kolumnistin des Wall Street Journal, stellt, ist: Kratzt er hier eigentlich nur an den Wänden des Palastes oder geht er jetzt auch dran, an den Grundfesten die abzureißen? Zu ihren Lebzeiten hatte die Queen eine ganz andere Sicht auf das Thema Reputation. Sie versuchte sicherlich die ganze Zeit die Krone sauber zu halten. Also bei so vielen Skandalen, Geschichten um Diana, Andrew, Harry, Charles, inzwischen König, da kam sie außerdem aus lauter Skandalen auch noch voll in diesen Übergang von der analogen zur digitalen Medienwelt. Und ihr Motto Never Complain, Never Explain war sicherlich für die damalige Zeit richtig, aber heute ändert sich da gerade was. Und wir schauen uns an, was sich da ändert. Also für Harry könnte man geradezu sagen, always complain, always explain. Denn er erklärt in seinem Buch offensichtlich wirklich alles und für manche auch sehr viel zu viel. Das, was er als Asset im Moment vermarktet, ist, dass seine Story sämtliche Komponenten hat eigentlich für gutes Storytelling. Nämlich die geheimnisvolle Kindheit, hinter den Palastmauern, der tragische Tod der Mutter, die böse Stiefmutter, dann der Kampf um Inklusion, Bruderkämpfe, Opfer medialer Verfolgung, also wirklich ein modernes Märchen. Und er nimmt die Gelegenheit und kapitalisiert das. Hilft das seiner Reputation? Zunächst mal, Harrys Reputation haben wir in unserem C-Score-Index, den wir vor 14 Jahren entwickelt haben, mit 59,1 Punkten ermittelt. Und Sie sehen darin einen sehr hohen grünen Anteil an analoger Reputation und eben auch einen entsprechenden Anteil an digitaler Reputation, die hauptsächlich passiv ist. Also das heißt, dass es sehr viel Videomaterial über ihn gibt und sehr viele Einträge auf Google unter anderem. Also es gibt auch Präsenzen natürlich von dem Paar Harry und Meghan auf Facebook und das kommt dann auch mit hier dazu. Man sieht, wie hoch der Donald Trump hier rankt, vor allen Dingen auch aufgrund seiner digitalen, also hier türkis eingefärbten Reputation. Und da ist sein eigener Social-Media-Kanal mit drin, da ist seine Twitter-Präsenz mit drin, da ist seine Facebook-Präsenz mit drin. Das sind enorme Zahlen. Also hier hat auch der Elon Musk natürlich fast ebenso viel, aber nicht so viele Medaillen und Auszeichnungen bekommen. Man sieht es hier in der Unterschied zwischen Trump mit 41 und Musk mit 33,5 Punkten. Bei Harry die Krone wieder oder das blaue Blut, das hier zu Buche schlägt. Das gibt dann in Summe 40. Das sind immer so Composites eigentlich, sehr viele einzelne Zahlen, die hier zusammenkommen. Ja, selbst die Queen, die hatten wir ein bisschen Probleme darzustellen, weil die auf keinem Elite-College war, sondern zu Hause von sehr, sehr hochstehenden Privatlehrern erzogen wurde. Und da fehlte uns sozusagen der Eintrag in unserer Datenbank. Wie bewertet man sowas? Ihre hohe digitale Reputation kommt daher, dass es 12,5 Millionen Videos mit ihren Auftritten gibt und dass es 170 Millionen Google-Einträge bei sie gibt. Aber wir wollten ja über das Thema der Reputation im Zusammenhang mit Authentizität sprechen. Und hier zunächst mal das Mission Statement von Harrys Company Archwell, wo man genau die Schwierigkeit eigentlich aufzeigen kann, der Harry unterworfen wurde. Einerseits möchte er jetzt diese Social Capital
zu Geld machen. Das heißt, er möchte aus den Netflix- und Buchdeals so viel Geld rausziehen wie nur eben möglich. Und andererseits sagt er, embracing our shared humanity. Also ich möchte gerne, dass ihr seht, wir sind alle Menschen vom gleichen Schlag. Wir haben alle mit den gleichen Arten von Problemen zu kämpfen. Seien es psychische Probleme oder sei es Kriegstraumata. Das scheint nicht so wahnsinnig gut zu funktionieren. Die Leute sind empfindlich oder jeder Mensch ist empfindlich, wenn jemand mit Authentizität spielt. Und man sieht das auch ganz gut auf Google Trends. Da ist eigentlich eine saubere Reputation höher, steht höher im Kurs als die Suche nach der Authentizität. Auch wenn man das Gefühl hat, dass das heute sehr häufig gebraucht wird, das Wort. Bestimmte Arten von Worten benutzen offensichtlich neuerdings CEOs, um authentisch zu wirken. Und das sind Flüche. Flüche, die in Earnings Calls bei Finanzanalysten offensichtlich häufiger verwendet werden denn je. Eine lustige Statistik aus der Financial Times von FT Alphabet. CEO Michael O'Leary von Ryanair hat sich besonders häufig über Boeing und Heathrow beklagt. Und das wird gemessen dadurch, dass ja die Flüche immer mit den drei Sternchen nicht in den Protokollen erscheinen, hat man das ausgezählt. Also ein Spitzenjahr macht das authentisch. Vielleicht. Denn es gilt nicht für jeden, aber das, was die Menschen suchen, wenn sie nach Authentizität suchen oder wenn sie sagen, oh, jemand ist authentisch, dann heißt es im Grunde, dass sie nach dem Herz in der Person suchen. Und wenn das Herz aus vollem Herzen mal flucht, dann ist das in Ordnung auf seine Art. Aber natürlich nur in einem ganz bestimmten Kontext und nur für ganz bestimmte Personen. Das Herz mit in die Arbeit zu bringen, das Herz mit in seine Mission zu legen und hier ganz klar zu sein, das ist das, was man eben bei Harry merkt, nicht ganz funktioniert. Da würden wir als Positionierungsleute sagen, er ist nicht richtig positioniert, da ist ein Mismatch und das kriegen die Menschen mit. Denn wenn man hier guckt auf die Sentiment-Grafik, dann sieht man, dass 10% mehr aller Zuschauer der Meinung sind, dass das negativ ist, was er gerade tut. Also zu viel dieser vermeintlichen, herzlosen Authentizität offensichtlich. Ja. Und damit schadet er sich. Fazit. Man hat Reputation immer für etwas. Sie ist gut oder schlecht und sie ist immer im Fluss. Und was bei Menschen zu guter Reputation beiträgt, das ändert sich ständig. Also heutzutage braucht man Follower, heutzutage darf man vielleicht sogar manchmal fluchen. Das kommt eben sehr stark auf die Audience an. Manchmal begeht man damit auch einen großen Fauxpas. Wichtig immer, dass die Suche nach der Authentizität eigentlich die Suche nach dem Herz in der Person ist. Denn darüber, wenn wir das spüren, dann wissen wir, wie weit wir dieser Person trauen können. Zu viel, das Oversharing wirkt negativ. Sie erinnern sich an meine 60 Punkte, über deren es ungemütlich wird, wo anfängt, die Reputation ins Negative umzuschlagen. Und da ist Harry ebenso gerade auf der Kippe, ist es gerade noch mit 59,1 Punkten, hängt er unten drunter. Und wir hoffen, dass das so bleibt. Wir können also Reputation messen. Und darüber sind wir sehr, sehr happy. Wir machen das seit 14 Jahren. Wir haben also diese quantitativen und qualitative Bewertungsgrundlage, die geht über alle Branchen und für Top-Level-Persönlichkeiten mit hoher Außenwirkung. Wer ist wir? CEO Positions, wir machen Personal Branding und Reputation für Unternehmen. Wir arbeiten super gerne für schnell skalierende Startups und für große SMEs im Hightech, im industriellen und im Technologiebereich. Unsere Kunden, die freuen sich, wenn sie Benchmarks haben. Die finden das gut, wenn sie genau wissen, was sie tun und sich performancemäßig verbessern können. Das war's. Danke und tschüss.